Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Fische-Fans, herzlich willkommen hier zurück bei Nick Frei Zockt im Aquarium. Das Mega-Aquarium oder Mega-Aquarium oder ach, ich kann mir das nicht merken, wie das heißt. Das ist aber auch schwer, aber das hier finde ich halt ein bisschen, also perspektivisch geht hier anders eigentlich. Aber es ist schwer, ich gebe das ja zu, es ist schwer. Das so zu machen, dass das wirklich gut funktioniert. So, wir erweitern mal ein bisschen. Ich ziehe hier mal eine Wand. Dann machen wir die mal weg. Und erweitern das Grundstück. Ja, wobei, das war vielleicht ein Fehler. Ich hätte erst erweitern sollen. Machen wir doch wieder eine Wand. Das ist aber auch, ne? So, dann bauen wir hier mal ein bisschen an. Sollte gehen. Das Geld sollten wir haben. Und dann können wir hier wieder Becken bauen. Also ein Beobachtungsbecken, das ist eins, das ragt so raus aus der Wand. Soll ich das am geschicktesten zeigen? So. Das wäre ein Beobachtungsbecken. Ja, ich will mal überlegen, ob wir hier vorne ein Beobachtungsbecken hinmachen. Ja, das Problem ist, ich müsste es dann so machen. Ja, da ist sogar ein bisschen. Es ist sogar ein bisschen. Ich bin am überlegen, ob wir die Wand ein Stück zurücknehmen sollen. Aber wir müssen auch bedenken, wir müssen Filter und alles dran bauen. Also es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir es so bauen. So, dann machen wir so ein Becken dahin. Dann ziehen wir hier ein bisschen Wand. Und jetzt machen wir hier Wandbecken, wobei ich da auch noch am Überlegen bin. Ja, normalerweise muss ich die so bauen. Das ist jetzt nicht so förderlich, dass ich da auch noch Wand ziehen muss. Wir brauchen eigentlich den Platz hier. Überlegen, ob wir so ein Becken noch da hinten hinkriegen. So als Abschluss. Das geht. So, dann würde ich sagen, machen wir hier eine Personaltür rein. Weil da kannst du ja so gut wie nichts stellen. Hier machen wir Equipment rein, genau wie hier und da an die Wand oder hier an die Wand. Und dann können wir jetzt hier oben das wegnehmen. Denn dann dürfen jetzt die Besucher auch hier hinter. Und wir müssen natürlich hier noch Filter anbringen und was es da sonst noch so alles gibt. Warum ist das so hell? Das ist ja. Gott. Ich habe ehrlich gedacht, es wäre ein bisschen besser ausgearbeitet schon, das Ganze. Ah Gott, jetzt gibt es auch noch Kühler. Nicht nur Heizungen, sondern auch noch Kühler. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Große Heizung, großer Filter. Ich glaube, wir stellen jetzt in Zukunft, machen wir das anders. Weil wir wissen ja nicht, was wir da für einen Fisch reinsetzen. Also verpassen wir jetzt erstmal oh, das wird schwer. Wir müssen die auch noch irgendwie versorgen. Machen wir Zickzacklauf, ne?
So, haben wir mal überall einen Filter angebracht. Das ist mal das Wichtige. Wenn wir uns nämlich jetzt für Fische entscheiden, aber wir können eigentlich laufen lassen. Wenn wir uns jetzt für Fische entscheiden, die wir zum Beispiel hier präsentieren wollen, dann sollten wir uns Gedanken machen, was A, diesen Platz gut ausfüllt und B, was brauchen die noch? Ja, das ist nämlich immer so die Sache. So, ich bin jetzt nur hier mal am Gucken. Wer braucht warmes Wasser? Ist irgendein, der kaltes Wasser braucht, den wir hier haben? Nicht wirklich, ne? So, haben wir schon Süßwasserfisch? Ne, haben wir noch nicht. Dann gucken wir mal rein. Was haben wir denn in unseren Becken? Also, wir haben den hier. Das ist immer so die Sache. Wir haben den hier. Ich kann mir das nicht merken, welche Fische wir schon in dem Becken haben. Und ich will keine doppelt haben. Weil ich will lieber mehr Fische zeigen. Als dann Fische doppelt irgendwo einzusetzen. So, den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Der Purpurzwergbarsch, den haben wir hier oben, ne? Genau. Der kann keiner anderen ab. So, wir haben den karibischen Halsband-Soldatenfisch. Den haben wir bestimmt auch wo? Genau, da ist er. Den Riffhusarenfisch, den haben wir hier. Der Korallen. Zackenbarsch, den haben wir da unten zusammen mit einer Morena, mit einer Zebra-Morena. Den Fisch haben wir, den hier haben wir nicht. Den da haben wir nicht. Und den Halsband. Was? Falterfisch? Halsband, Falterfisch, den haben wir glaube ich auch nicht. So, das heißt, wir haben den hier nicht, den hier nicht und den hier nicht. Und den nicht, die haben wir. Okay. So, was hat der hier? Der frisst mehr, der will eine Unterkunft. Der frisst andere. Wie viel können von seiner Sorte da rein? Pause. Was ist los mit denen? Wir haben keine Heizung. Was ist los mit denen? Ich habe die Heizung ja noch nicht dran gebaut. So, die Frage ist, brauchen wir eine große oder reicht eine kleine? Wir testen, es reicht eine kleine. So, dann hätten die Garn so einen Tunnel zum Beschwimmen als Rückzugsort. Den haben sie auch. Da gibt es noch irgendwas, was die gerne hätten, was wir noch nicht haben. Ist Futter vielleicht, aber da haben wir da drüben eine Truhe stehen. Das ist jetzt nicht so weltbewegend. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt Futter bei denen. Oh, es gibt eine neue Nachricht. Eva ist eine Stufe aufgestiegen. Die hat Füttern. Oh, ich habe noch gar nicht hier danach geguckt, ob das überhaupt Sinn macht, was ich den Leuten beibringe. Die haben nämlich auch... Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die soll reinigen, dann hat die durch die Fitness minus 2. Bedeutet mit anderen Worten, die kriegt die Fähigkeit 10, minus 2 ist sie nur 8 stark. Und genauso ist es auch hier. Hier kriegt sie jede Menge Boni. Dann würde ich sagen, wird die eine bessere Fütterkraft. Oh, wir haben ja auch noch Fische, die wir kaufen können, sehe ich gerade. Das wäre auch noch eine interessante Geschichte. Da müssen wir uns auch mal Gedanken drum machen. So, jetzt fühlen die sich wieder wohl hier. Ja, die Frage ist, wie viel von dem Fisch kriegen wir denn da rein? Weil wir haben jetzt 14 und die starten, lass mich nochmal gucken, die starten mit Größe 7 und in 4 Tagen sind die Größe 14. Und wir haben 14 von 30, das heißt, wenn wir die 2 Fische da drin lassen, werden die mit der Zeit dieses Becken füllen.
So, die tun sich wohl auch nichts gegenseitig. Dann würde ich sagen, lassen wir das so. Ich könnte mir noch überlegen. Brauchen wir noch Filterleistung? Eigentlich nicht. Ich könnte mir noch überlegen, denen ein bisschen Grünzeug hinzustellen. Obwohl sie es nicht wollen oder brauchen. Aber was wir haben, haben wir. So, da haben wir ein neues Objekt freigeschaltet. Die Scheibenanemone. Und die Weichkorallen können ihr gefährlich werden. Die sollten also nicht zusammen da drin sein. Ach du lieber Himmel. Jede Menge Fisch. Wir haben noch Süßwasserfische. Vielleicht sollte man mal einen Süßwasserfisch irgendwie erforschen. Haben wir irgendeinen? Das ist ein Entdecker, der will... Ach du lieber Himmel, wenn ich sehe, was die alles für Anforderungen haben, das ist... Süßwasserfische sind, glaube ich, für Profis. Ich glaube, für die machen wir einen Sonderbereich. Ich glaube, wir lassen es bei... Süßwasserfische Stufe 4 gibt es auch. Okay. Die haben wir noch nicht erforscht. Die lassen sich sogar noch beim Züchten manipulieren. Alter Schwede, ich habe das ja noch nie gemacht. Ihr macht mich fertig. Dann erforscht den mal. So, den haben wir unter. Wen haben wir noch nicht unter? Den Kollegen hier, das Fuchsgesicht. Der Abneigung gegen Fresskonkurrenten kann nicht mit anderen Spezies untergebracht werden, die Folgen des Fressen Grünes. Na super. Tiefes Wandbecken haben wir bekommen. Alter Schwede, die legen ja richtig los hier. Kraftvolle Pumpe, Spender, Rucksack. Okay. Also, wir brauchen... Wir brauchen so viel. Ich glaube, das wäre mal ganz nett. Was haben wir hier schon wieder? Die ist eine Stufe aufgestiegen. Ja, seht ihr, die ist nicht gut, was Füttern angeht. Die macht aber bei Reparieren, bei Unterhalten eine gute Figur. Im Souvenirladen ist ausgeglichen. Wir machen da mal Reparieren. So, und dann beschäftigen wir uns mal mit dem Kollegen. Also der kann nicht mit Leuten untergebracht werden, die das gleiche fressen wie er. Deshalb hatten wir gesagt, der hier frisst was anderes. So, Verteidigung mit Fischen Wert von 8. Der wird 4 bis 9 groß. Nee. Doch. Der wird 4 bis 9 groß. Der hier ist 7 groß. Gibt es hier eine Warnung, dass der irgendwen frisst? Der macht 1 bis 4. Der ist 7 groß. Die machen sich nichts. Das heißt, die könnte ich in ein Becken stecken, rein theoretisch. Und da ist ein Feigling. Das ist jetzt auch kein Problem. Soweit ich weiß, ist das hier kein aggressiver Fisch. Das Problem ist, wenn ich da zwei reinsetze, dann war's das. Oh oh.
Wir haben schon wieder die Heizung vergessen. Ich hätte es doch direkt dazu bauen sollen. So, was habt ihr sonst noch so für Probleme? Eigentlich keine. Das ist halt schwierig. Ich würde gerne ein paar Fische noch dazusetzen. Also ich mag das nicht so, wenn so ein Fisch da so allein ist. Soll ich es riskieren? Der ist da allein jetzt drin, ne? Braucht der Kollegen? Glaube nicht. So, wir sind bei 18 von 30. Der hier wächst auf 9. Die wachsen nicht, die sind 7. Wenn der von 4 auf 9 wächst, das sind 5 mehr. Das sind dann 23. Dann habe ich, dann kann ich 2 von denen reinsetzen. Oder? Nee, stimmt nicht. 23. 23 und 9 gibt keine 30. Nee, es geht nicht. Der muss allein in dem Becken bleiben. Die Frage ist, ob dann die Filterleistung alles ausreicht, wenn da 3 Fische drin sind, oder ob das zum Problem führt. Und dann brauchen wir für den unbedingt Herzmuschelnahrung. Spender Herzmuschelnahrung. Die bringen wir mal hier an. Das heißt, die können nicht den füttern. Die müssen dann extra hier noch Futter holen. So, der hat Hunger. Wenn der Hunger hat, haben wir schon... Wir haben schon... wir haben Brauseautomaten. Wir haben Schokoladenautomaten. Ich bin am Überlegen, wo wir den hinstellen. Ich würde sagen, wir können den durchaus hier in den Flur packen. Und dazu dann noch einen Abfalleimer. So. Und dann brauchen wir Bänke. Bänke sind sehr wichtig. So, mal gucken, ob die jetzt zum Schokoladenautomaten gehen oder ob es das war mit. Ja, die kaufen. Und wir verdienen wieder Geld, das ist gut. Wer Hunger hat, muss dann halt dahin. So, ich überlege auch noch was hierfür. Eigentlich müssten wir die Fische langsam umsiedeln, den Mittelbereich frei machen, dass wir da ein cooles Becken machen können, wo man drüber laufen kann oder so. Ich weiß da selbst noch nicht so genau. So, wir können denen hier noch ein bisschen Grünzeug geben. Ich würde sagen, so um die Filterleistung ein bisschen zu unterstützen, könnten wir denen ein paar Steine reinlegen. Das unterstützt die Filterleistung. Und wir könnten denen ein bisschen Gras ins Becken machen oder was auch immer das genau ist. Ich habe ja keine Ahnung von Fischen. Also ich meine... Ich finde das Spiel cool, ja, aber ich bin kein Fischprofi. Nicht, dass das einer falsch versteht. So, die haben wir. Was macht der denn hier? Steinkorallen, Muscheln und Gorgonien. Okay, wir haben einen Süßwasserfisch. Nächstes Projekt erforschen.
würde sagen, wir müssen Rang 4 erstmal erforschen. Ich bin jetzt am Überlegen. Wenn plus Größe oder gleich was auch immer ist, dann ist das Wasser sauer. Erfordert neutrales Wasser. Anknabberbar. Hat ein Anhängsel, das angeknabbert werden kann. Verliert Gesundheit für jeden anwesenden Knabberer. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal 8 von denen da rein. Dann haben wir noch ein bisschen Platz nach oben. Die Wassertemperatur ist für den zu niedrig. Das machen wir jetzt alles. Das kriegt er jetzt alles frei Haus geliefert. So, wir haben auch Pflanzen fürs Süßwasser. Ich würde sagen, wir machen dem mal so ein Bumm hin. Oh, das reicht nicht. Da war ich zu optimistisch. Ich habe gedacht, das reicht. So, machen wir dem mal so ein Bumm hin. Dann braucht er eine Heizung. Heizkörper, Heizkörper, Heizkörper. Der hier könnte reichen. Bin am Überlegen, dass man da halt noch durchgehen kann. Brauchen wir da irgendwie eine Lösung? Und Futter will er diese Krebse. So, würde ich sagen, machen wir das Ding mal hier hin. So, dann ist auch Futter in der Nähe. Dann sind wir mal gespannt, wie das hier abläuft, weil das sind Fische, die können wir, glaube ich, züchten. Also, wenn ich das alles richtig im Kopf habe, ist das ein züchtbarer Fisch. So. Alle Pflegeanforderungen erfüllt. Sucht nach einem Partner. Läuft. 7 potenzielle Partner. 71% tägliche Chance auf das Finden eines Partners. Das heißt, es kann sein, dass wir da ein bisschen mehr Fische kriegen. Und wenn wir Glück haben, gibt es durch Mutation andere Farben. So viel habe ich rausbekommen. So, der Fisch ist ausgewachsen. Der Fisch ist ausgewachsen. Das ist okay, dann löschen wir die Nachrichten hier mal, weil die brauchen wir dann nicht mehr. Dann gucken wir mal. Wow, was das heißt. Ausgewachsen bedeutet, alter Schwede, die sind richtig fett geworden. Ja, für die ist das Becken ja schon fast zu klein, da bräuchten wir ja schon fast ein größeres Becken. So, habt ihr irgendwelche Anforderungen, außer dass ihr Krebstiere der Größe 1 bis 5 fresst? Nö. Nicht wirklich. Aber die machen halt ganz viel Forschung und ganz viel anderes Zeug. Das hilft. So, und hier haben wir ein Süßwasserbecken. Wir müssen nichts tun, außer das Becken mit einem Fisch für Süßwasser bestücken. Und dann haben wir ein Süßwasserbecken. Das ist doch schon mal sehr vorteilhaft. So, bist du ein Knabberer? Muss ich mindestens in einer Gruppe mit 4 befinden? Oder einzeln oder in einem Paar? Also 3 nicht. 1, 2 oder 4 plus. Okay. Ja, ich wollte ja eigentlich für die Süßwasserfische einen komplett anderen Bereich machen. So habe ich mich mal wieder dran gehalten. Die Neugier auf Süßwasserfische war dann doch so groß, dass wir schon welche hier angesiedelt haben.
So, ich bin am überlegen, die hier anzusiedeln. Wachsen die denn? Nach 3 Tagen wächst er auf 2 an. Benötigt Licht im Becken. Mit 5 oder mehr. Haben wir denn schon Lichtquellen fürs Becken? So, dann machen wir nochmal 5 oder mehr. Fortschritt. Das könnte helfen. Ich will eigentlich ranzoomen, aber gut. So, was gibt's denn genau für ein Problem? Ja, die Wassertemperatur, ganz klar. Wir wollten ja noch eine Heizung anbringen, da sind wir ja schon dabei. War alles kein Problem. Futter machen wir auch, stellen wir auch. Wir brauchen einfach nur so einen Futterspender. Den machen wir einfach mal hinter die Heizung. Dann haben wir hier noch einen Zugang. Weil das ist bei dem Becken nicht ganz so einfach mit dem Zugang. So, dann stelle ich mir die Frage, was fehlt? Eigentlich nichts, oder? Welche Größe nehmen sie denn ein hier? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal davon aus, die werden sich schon irgendwie einig werden. Wir beobachten das mal. Ich kenne den Fisch hier auch nicht. Oder diese, was auch immer das ist. Die Natur ist schon verrückt. Mein Herz schlägt für Plinder, was? Höhlen, Sal. Dann Tippfehler drin. Jetzt bin ich gerade mal gucken. Steht hier nochmal der Name. Spezies Höhlen, Salmler. Komischer Name. Plinder Höhlensammler gewidmet. Spitzschwärme können sicher weiterhelfen. Erreichen Sie ein Becken mit Blinder Höhlensalmer 0 von 5 für 3 Minuten. Ja, gerade eben haben wir das letzte Becken hier rausgehauen. Wenn wir das annehmen, kriegen wir 3300 jetzt. Dann können wir ausbauen. Die haben mich überredet. So, und dann gibt es hier wieder interessante Tauschobjekte. Und der Kollege, der kann... Füttern und reparieren und unterhalten. Keine Ahnung, ob unterhalten uns wirklich was bringt schon. So, nächstes Projekt erforschen. Wir haben Stufe 4 beendet. Dann machen wir doch einfach mal dezent hier weiter. Ich gehe die einfach der Reihe nach durch, weil es macht für mich wenig Sinn. Ihr seht ja selbst, wie das Ganze hier läuft. So, es gibt schon wieder eine neue Nachricht. Der ist auf Größe 9 gewachsen. Er frisst jetzt Fische von Größe 3, also Vorsicht. Ja, der sollte wo eingesetzt sein, wo das nicht passiert. So, die Kollegen hier, die sind Größe 7. Und der frisst bis Größe 4, also alles Paletti, alles gut. Brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Denen passiert nichts. Oh, ja. Die Toilette hier müsste mal geputzt werden. Haben wir Reinigungskräfte? Bei unserem Personal? Da steht ein Behälter und der bringt das von da mit. Einfache Toilette, ja, Ich kann nicht anordnen, dass einer hingeht und reinigt, wenn ich das richtig sehe. Dafür ist wahrscheinlich auch der Schwamm mit Spülbecken.
Ich habe keine Ahnung, was das Ding hier genau macht. Wir gucken mal. Ich glaube, das ist geputzt worden. Alles gut, die Organisation läuft. Wir haben auch Geld. Dann können wir hier drüben anbauen. Da würde ich auch so einen Doppelgang machen. Dann würde ich nach hinten ziehen. Dann können wir dann noch Becken nach unten weitermachen. Können hier unten irgendwo abschließen. Und können Fische von der Mitte in Außenbecken transportieren demnächst. Dass wir hier in der Mitte freikriegen. Dann machen wir so ein schönes Lagunenbecken hin. Ein schönes tiefes. Wo wir dann einen tollen Fisch präsentieren können. Direkt im Eingangsbereich. Oder vielleicht sogar mit Brücke drüber. Und dann hier einen tollen Fisch präsentieren. Also ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, was ich damit sagen will. Es ist schwer, sich das vorzustellen, wie ich das meine. Deshalb sage ich, ich hoffe, ihr könnt euch das irgendwie vorstellen, weil das ist halt das Problem, ne? Mit Vorstellungskraft. Ich kenne das, ich habe das selbst, also jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel ich da drüben angebaut habe. Ich habe da drüben angebaut. Viel. 2, 4, 6, 8, 10 oder so. Allerdings ab hier gerechnet, glaube ich. Ne? So, da haben wir 2, 4, 6, 8. Das sind ja auch 9, 10. Also es passt schon. Wir bauen mal an. Ups. Der ist eine Stufe aufgestiegen. Okay. Der ist gut im Füttern, gut im Reparieren, gut im Unterhalten. Der ist super gut im Reinigen. Wir haben noch einen, der reinigt. Ist mir nämlich eindeutig zu dreckig hier. So, sollen die mal helfen reinigen. Da müssen wir Wände ziehen. Ich sag mal so mindestens bis hierher. Und jetzt sollten wir hier Becken planen. Und da würde ich auch sagen, wir nehmen ein... Oh. Ja. Haben wir jetzt auch genug zu tun dann noch. Belfastbecken ist, glaube ich, rundrum Glas. Das geht, glaube ich, mit runden Ecken, also ist praktisch rund. Kannst du das aufziehen? Und die kann man richtig groß machen, die Dinge. Ich würde sagen, die erforschen wir als letztes. Wir fangen mal mit kraftvollem Licht an. So, Becken. Ich glaube, wir machen das 1:1 Kopie von drüben. Ja, und zwar aus dem einfachen Grund, damit das Ganze ein bisschen Symmetrie erhält. Und für die richtig großen Becken müssen wir uns dann noch was einfallen lassen. Stimmt das? 2, 2, ja, stimmt. So, das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen die Wand vorziehen. Und dann passt dem. So, neues Objekt zum Erforschen bereit. Weiter geht's. Ich gucke schon gar nicht mehr, weil es ist jetzt hier Rekord. Rekordverdächtig, was wir an Fischen hier jetzt so nach und nach erforschen. So, dann muss ich an der Wand vorziehen. So war das doch irgendwie. Ja, und dann hatte ich da hinten noch so ein Becken hingemacht. Wie weit hatten wir das da hinten raus gemacht? Auch eins davor, ne?
So, dann bauen wir Wände. Dann bauen wir Personaltüren. Haben wir da drüben noch Personaltüren? Ne, nur die eine, ne, bis jetzt. Ich bin am überlegen, ob wir hier oben noch eine Personaltür reinmachen. So als Gegenstück von der. So, das heißt, wir können hier wieder zig Fische dazu packen und wir können diese Wand wegnehmen. Ja, da haben wir doch heute schon kräftig erweitert und jetzt können wir dann langsam nach hinten arbeiten. Ich suche eine Stelle für einen gescheiten Screenshot. Das ist gar nicht so einfach, weil es gibt langsam, da nimmt das Ganze hier eine Größe an, wo ich sage, schwierig, ganz schwierig. Da noch eine Stelle zu finden, wo du einen gescheiten Überblick schießen kannst. So, für das Thumbnail. Ich bin hier mal raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt, Nickfrei zockt Mega-Aquarium. Und dann werden wir weitere Fische da drüben unterbringen. Ich bin echt am Überlegen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Soll ich in der Mitte die Fische schon anfangen umzusiedeln oder soll ich neue Fische dazu holen? Weil wenn wir die in der Mitte jetzt schon umsiedeln, können wir in der Mitte ein schönes großes Becken platzieren. An der Stelle, wo wir die vier Fische rausgeholt haben. In diese Wandbecken. Und können da so ein richtig tiefes Lagunenbecken machen. Oder ja, wenn wir das erforscht haben, später ein also so eins, wo wir drüber laufen können. Oder wo wir so zumindest drüber gucken können. Über den Rand und von oben auf die Fische gucken können. Schreibt mir das mal in die Kommentare, was ihr denkt, was wir machen sollen mit dem Umsiedeln. In der nächsten Folge werde ich das noch nicht umsetzen. Da werde ich wahrscheinlich dann da hinten erstmal neue Fische reinsetzen in die vier Becken. Aber wir werden ja dann wahrscheinlich auch weiter erweitern und dann werde ich relativ schnell anfangen können umzusiedeln. Dann in der ab heute übernächsten Folge. Weil das dann eine neue Aufnahmesession ist. Ich nehme ja immer zwei Folgen auf. So kann ich auch nicht immer so zeitnah reagieren. Weil ich mache zwei Tage Aufnahme, dann zwei Tage frei. In den zwei Tagen, wo ich frei mache, in Anführungszeichen, kümmere ich mich dann abends und so weiter ums Lernen der Musik. Da hocke ich da und arbeite an Songs, weil es mich halt interessiert und weil ich das lernen will. Und ja. Also, ich hoffe, dass irgendwie verstanden, was ich damit sagen wollte. Das ist immer, ich versuche das immer zu erklären und ich drücke mich manchmal ein bisschen dämlich aus. Dann versteht man das nicht so, was ich sagen will. Also ich glaube nicht, dass ihr doof seid. Ich glaube, dass ich mich schlecht ausdrücke. Ja. Was wollte ich noch sagen? Was bleibt mir noch zu sagen? Ich bin am Überlegen. Wir könnten da hinten, sehe ich gerade, noch so ein Becken hinmachen. Ne? Wir hätten da Platz für noch ein Becken. Neben dem Personaleingang und den drei Wandbecken da zum Mittelgang hin. Schauen wir, auf der anderen Seite haben wir so ein Becken, was rausragt. Das könnten wir da rein theoretisch auch noch hinstellen. Mal überlegen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich bin hier raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.